falsche Ratte ist jetzt denn hin? Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Thor verleiht mir Kraft. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wiegmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wiegmunds. Zeig mir, was vor uns liegt. Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wiegmunds Namen. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Mir juckt's in den Fingern. Wo ist die Ratte? Ich werde ihn bei lebendigem Leibe häuten. Mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Hals.
für mich! Stirb für mich! So bittet man aber nicht den Aufopfer. Ihr Leben für deines. Ist es das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum. Aber mein Name lebt bald. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich mich vergesse und hier alles niederbrenne. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Aber Vertrauen wiederherzustellen dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast, nur es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man im Auge des Sturms steht. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Garlin hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst.
Jarls Konasoma, ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränker. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Der Wind ruft mich zurück zu Rindvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus. Die Dänen von Grantabrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu.
und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Kunasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Ich habe nie behauptet, seine Gleichgestellte zu sein. Aber ich werde meine Siege nicht kleinreden, Dark. Möge der Ruhm jene finden, die ihn verdienen. Wenn ich es bin, dann sei es so. Wenn du es bist, oder ein jeder von euch, umso besser. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Was du sagst, ist Unsinn, Dark. Womit habe ich dein Ingrim verdient? Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Kann das deinen Kampfdurst stillen, Randvi? Auf euch wartet hier nichts als der Tod! Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid und... Wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen.
Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn. Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Möge man dich in deiner Heimat betrauern. Wir werden es nicht tun. Eivor, meine Späher hätten ihm zu seinem Lager folgen können. Vielleicht hätten wir mehr erfahren. Der Preis für Respektlosigkeit ist der Tod, Randvi. So hätte Sigurd auch gehandelt. Wie soll ich Pläne schmieden, wenn mein Rat nicht gehört wird? Seine Rückkehr hätte ihnen die Botschaft gesendet, dass wir weich und feige sind. Jetzt werden uns diese missratenen Dänen fürchten. Vergib meine Hast, Randvi, aber Dark hat recht. Endlich siehst du klar. Ich bete zu den Göttern, dass es so bleibt. Wir sollten hier aufräumen und die Leichen aus dem Lager schaffen. Einverstanden. Dann reden wir darüber, wie es weitergeht. Gemeinsam. Eine Nachricht für mich. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht im Weg sind, wenn du sie nicht brauchst. Das ist tatsächlich eine gute Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater. Aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen.
Eivor. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Komm bitte bald wieder.